Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor mittlerweile ziemlich langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, habe ich euch mal meine EDC-Pouch vorgestellt. Das ist diese hier von Solagnac, also der Eigenmarke von Decathlon. Und da habe ich so für mich das praktischste Gerötel für den Alltag irgendwie zusammengestellt. Hat nichts mit Zombie-Apokalypse oder irgendwie Survival zu tun, sondern einfach kleine Helferlein, die für mich im Alltag häufiger mal relevant sind. Das war damals eine VA für den lieben Jochen vom Kanal JM Knives. Mittlerweile hat sich etwas getan, denn ich habe mir eine neue Pouch besorgt. Ihr seht es schon, etwas größer, und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt auf der Suche nach einer neuen Pouch war. Grundsätzlich war ich mit dem, was ich zusammengestellt habe, eigentlich ganz zufrieden. Es war mir nur viel zu fummelig, zu frickelig, das da zwischendurch immer rauszuholen. Dementsprechend wollte ich eine etwas größere Tasche, die grundsätzlich dieselben Sachen beinhaltet, aber mit mehr Schlaufen und so weiter, wo ich das besser sortieren kann und für mich dann einfach übersichtlicher habe. Immer wieder, wenn Leute mal mitkriegen, was ich so häufig mit mir rumschleppe, dann kriege ich dieselben drei Fragen gestellt, und die Antworten darauf lauten immer doch, nein und ein bisschen. Denn es wird immer gefragt, das schleppst du doch nicht tatsächlich häufiger mal mit dir rum, oder? Das ist doch viel zu viel. Und die Antwort darauf ist doch, das tue ich. Ich nutze tatsächlich einen relativ großen Rucksack hier von Deuter. Das ist ein 32 Liter Rucksack, und der ist natürlich kleiner als ein Trekking Rucksack, aber hat trotzdem hier unten so ein Schlafsackfach sozusagen. Und diesen Rucksack habe ich tatsächlich nahezu täglich bei mir. Egal, ob ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, bei der Arbeit, aber auch privat, wenn wir mal ein Picknick im Wald machen, wenn es einfach nur mal für eine Nacht irgendwie zur Familie geht oder irgendwie sowas. Das ist mein Rucksack, den ich eigentlich immer dafür nutze. Und unten drin habe ich immer dieses EDC-Set. Dementsprechend doch, ich schleppe das tatsächlich immer mit mir rum. Ich kann total verstehen, dass das Leuten viel zu viel und viel zu groß ist. Allein der Rucksack wäre vielen Leuten schon viel zu groß. Ich mag das aber. Das Gewicht stört mich überhaupt nicht, und ich bin flexibel, ich kann relativ viel mitnehmen. Ich kann aber auch, wenn er leer ist, einfach mal spontan noch irgendwie auf dem Rückweg denken, ach, ich wollte noch was einkaufen, und schon sehr oft war ich glücklich darüber, einen relativ großen Rucksack dabei zu haben. Und die zweite Frage ist dann immer, brauchst du das denn wirklich alles? Und da ist die Antwort, nein, das brauche ich natürlich nicht ständig. Ich habe so die Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie ständig brauche, die habe ich auch in den Hosentaschen immer direkt am Mann. Aber hier sind gerade die Sachen drin, die ich nicht regelmäßig brauche und die ich deshalb relativ häufig dann auch vergessen würde. Deshalb habe ich mir hier ein Set zusammengestellt, und das hatte ich ja auch schon vorher, wo Sachen drin sind, die ich nicht täglich brauche, die ich aber regelmäßig brauche und die ich dann nicht vergessen haben möchte, und dementsprechend ist das da für mich drin. Wir gucken gleich natürlich gemeinsam hier Tabletop in meinen Organizer, und dann zeige ich euch, was da alles drin ist. Aber die dritte Frage ist dann zum Schluss immer, bist du eigentlich bekloppt? Und da muss ich wahrscheinlich sagen, ja, ein bisschen. Aber viele von euch, die dieses Video jetzt schauen und so ein bisschen in der EDC-Szene und so in diesem ganzen Universum unterwegs sind, werden es wahrscheinlich nachvollziehen können. Lieber haben als brauchen. Ja, und so kam es also, dass ich auf der Suche nach einer neuen Tasche war. Diese hier ist relativ günstig gewesen von der Firma Ynex Tactical. Ist nicht gesponsert oder so, habe ich mir alles natürlich selbst gekauft. Insgesamt ging es mir einfach darum, wie schon gesagt, etwas größer. Natürlich hat sich nun mit der Zeit dann noch ein bisschen Variation ergeben. Ein paar Sachen sind rausgeflogen dafür oder vielleicht auch nur leicht verändert worden. Und das schauen wir uns jetzt mal Tabletop an. Wenn dich interessiert, was ich so ständig mit mir rumschleppe, dann bist du herzlich eingeladen, dir dieses Video anzuschauen. Also, jetzt geht's Tabletop. So sieht das Teil also aus der Nähe aus. Ganz offensichtlich ist das eine eher taktische Tasche, die eigentlich auch dafür gedacht ist, mit einem oder sich an einem Rucksack mit Molle-System so noch befestigen zu lassen. Dann kann man das hier öffnen, hat hier zusätzlich nochmal diese Klettsicherung und klappt dann diese Tasche nach unten, weil drinnen nämlich ursprünglich auch nochmal eine Kordel einmal rundherum gespannt war, die man dann einstellen konnte, damit die runterklappende Seite nur in so einem 90-Grad-Winkel absteht, damit man also wahrscheinlich, was weiß ich, irgendwie im taktischen Einsatz, einer hat das hinten auf seinem Rucksack und der nächste kann da schnell ran und was rausholen. Ich vermute, dass das der Grundgedanke ist. Die Kordel habe ich rausgenommen, werdet ihr gleich sowieso sehen. Und so benutze ich es auch nicht irgendwie mit den Molle-Möglichkeiten. Ich habe diese Laschen hier dran gelassen, die
könnte man ja eigentlich dann auch zu irgendeiner Befestigung benutzen, weil ich das dann doch ganz praktisch fand oder finde. Da es immer mal wieder vorkommt, dass ich den Rucksack irgendwie im Auto habe, wir irgendwo hinfahren, eine Tagestour machen oder was weiß ich, und dann möchte ich zum Beispiel am Kinderwagen oder bla, dann nicht den ganzen Rucksack mitschleppen, sondern nur die Tasche vielleicht mal. Und dann kann man die immer noch mal gut irgendwo dran befestigen. Daher mag ich das ganz gerne. Ansonsten, ja, schon relativ groß, ganz offensichtlich, passt aber bei mir noch unten perfekt in das Fach rein, dementsprechend für mich genau richtig. Hier, wie gesagt, haben wir dann diese Zusatzsicherung und dann hier nochmal eine Patchfläche, wo man so seine liebsten Patches dann mit sich führen kann. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf, Reißverschluss rundherum, und ich kann ja noch einmal grundsätzlich zu der Qualität dieser Pouch sagen, ja, oder dieser Tasche, dass die, für den Preis bin ich da wirklich angetan. Also ich sehe hier keinerlei Mängel, da zieht nirgendwo ein Faden raus oder ähnliches. Alles, also die Reißverschlüsse laufen sauber, da bin ich guter Dinge, da ich sie ja sowieso nicht regelmäßig öffne und dann nur unten im Rucksack habe, bin ich guter Dinge, dass die viele, viele Jahre halten wird, und dementsprechend finde ich, bin ich damit auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Und dann klappen wir das ganze Gerät mal auf. Mal gucken, dass ich das hier alles mit drauf kriege. Da seht ihr schon, das ist der Hauptgrund, worum es mir ging, dass ich einfach mehr von diesen Schlaufen habe, um das alles insgesamt so ein bisschen feiner sortieren zu können. Dadurch wird natürlich die Tasche größer, aber ich muss dann auch nicht immer irgendwie 5 Sachen rausnehmen, um an eine ranzukommen. Und so bin ich da bisher ziemlich zufrieden mit. Schauen wir es uns einfach mal der Reihe nach an. Das ist jetzt kein Ranking, sondern einfach nur das, was ich so mitschleppe und dann auch warum. Hier mein Schlauchschal von Böker Plus. Wer meinen Adventskalender gesehen hat, wird ihn kennen. Den habe ich gerne dabei, weil ich häufig und gerne Schlauchschals nutze. Aber ja, wenn ich ihn dann doch mal vergessen haben sollte, habe ich den hier dann in Ersatz dabei. Und dementsprechend ist der einfach da. Dann irgendwie halbwegs praktisch, das hier ist mein Feuerstahl, das hatte ich auch im letzten Video schon erzählt. Das wird jetzt aber relativ häufig natürlich passieren, dass sich Sachen mal doppeln. Falls du das letzte Video gerade gesehen hast, dann könnte es ein bisschen langweilig werden. Hiermit bist du gewarnt. Aber hier habe ich einen Feuerstahl und den habe ich nicht dabei, weil ich glaube, dass ich irgendwann mal mit einem Flugzeug abstürze und das unbedingt brauche, sondern den habe ich viel eher dabei, weil ich, wenn sich mal spontan die Möglichkeit ergibt, dann auch die Möglichkeit haben möchte, mit dem Feuerstahl so ein bisschen rumzuspielen. Wir sind dann irgendwie immer mal bei der Familie oder was weiß ich, und dann kommt es doch häufiger mal vor, dass man spontan auch sagt, ach, wollen wir nicht hinten noch ein Lagerfeuer machen, gemütlich irgendwie ein Würstchen grillen, und dann sage ich natürlich nicht nein, bin immer der Erste, der das Feuer anmacht, und da habe ich das dann gerne dabei, einfach um die Chance zu nutzen. Dementsprechend, ja, sollte ich irgendwann mit dieser Tasche mal in eine wirkliche Survival-Situation kommen, dann freue ich mich natürlich auch, dass der dabei ist, aber das ist nicht der grundsätzliche Gedanke dazu. Dann machen wir hier einfach mal weiter. Hier habe ich so eine kleine wasserdichte Kapsel. Da sind 2 Oropacks drin. Wenn man mal spontan irgendwo schläft oder doch eine Zugreise macht oder, was bei mir häufiger mal passiert, auf Konzerte geht. Und ja, mittlerweile nutze ich da dann tatsächlich ganz gerne ab und zu mal Oropacks auch. Nicht, weil die Musik schlecht ist, sondern weil mir mein Gehör mittlerweile immer wichtiger wird. Und dann habe ich die dabei. Bepanthen, Augen- und Nasensalbe benutze ich meistens für die Lippen. Das können Sie irgendwann nochmal dazu schreiben. Für mich funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. Dann hier 2 Tampons. Einen großen und einen kleinen. Natürlich irgendwie auch als Zundermaterial für eine Survival-Situation, aber auch, um irgendwie mal einer Dame in Nöten aushelfen zu können. Ich kenne mich da ja gar nicht so aus. Bei meinem letzten Video wurde ich dann von einer Dame darauf hingewiesen, dass die allermeisten mit denen hier nichts anfangen können, weil die viel zu dick sind. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, einfach nochmal einen kleineren mit einzupacken. Ja, etwas mehr Zunder ist es nun für mich und gleichzeitig vielleicht dann irgendwann mal die passende Hilfe. Hier habe ich meine Lippenherpescreme. Ich hoffe, manche Leute sind ja so empfindlich, dass sie schon angesteckt werden, wenn man das Wort nur ausspricht. Ich hoffe, das habe ich nun niemandem angetan. Ich bin leider ein Leidtragender, dementsprechend habe ich das immer gerne auf Halde. Und dann habe ich hier
Die Wuben X3, das hat sich ausgetauscht. Ich hatte vorher eine kleinere und andere Taschenlampe in meinem Set. Nun habe ich mehr Platz, da habe ich gedacht, dann nutze ich das auch aus und finde die dafür einfach genial, weil es eine tolle, kleine, praktische Taschenlampe ist. Habe ich ja auch schon vorgestellt, könnt ihr hier auf dem Kanal sehen. Gleichzeitig habe ich viel Akkukapazität. Wenn ich wirklich mal so in Not bin, dass ich lange Licht brauche, dann ist sie hier in dem Ladecase natürlich noch mal länger funktionsfähig für mich und ich kann das Ladecase an sich aber auch als Powerbank nehmen. Und das zusammengenommen macht diese Lampe für mich irgendwie zum Schweizer Taschenmesser unter den Taschenlampen. Deshalb ist sie hier mit reingekommen. Und dazu gehört auch diese Handschlaufe, die aber gleichzeitig ein Ladekabel ist. USB-C auf USB-C, aber auch mit einem Adapter noch, der sich hier drinne versteckt für iPhones. Und damit ist man ja für die allermeisten Situationen ausgerüstet. Und das habe ich dann hier einfach so als Gesamtset drinne und bin damit ganz zufrieden. Zum Glück bisher noch nicht gebraucht, aber man weiß ja nie. Ein bisschen Panzertape, selbsterklärend und sehr beliebt. Und hat mir auch irgendwann mal ein Zuschauer geschrieben und fand ich dann irgendwie eine ganz coole Idee. Eine Stange Heißklebe. Genau, also eigentlich in einer Heißklebepistole zu nutzen, aber hier jetzt mit dabei, um es dann in Kombination mit dem Feuerzeug, das sich auch hier gleich befindet, dann im Notfall vielleicht auch mal was kleben zu können, was nicht so gut mit Panzertape zu reparieren ist. Und die Idee fand ich eigentlich ganz lustig, hatte noch den Platz, dementsprechend habe ich es mal dazu getan. Und dann wieder eine Änderung zum letzten Video, ist hier jetzt mein Leatherman Wave Plus drinne. Ein tolles und wirklich, wirklich nützliches Werkzeug, wisst ihr alle, habe ich auch schon mehrfach hier vorgestellt. Ich hatte eigentlich vorher das Swiss Tool Spirit da drinne, in dem Leder-Etui dann auch noch. Aber jetzt habe ich mich dafür entschieden, dieses reinzutun. Dass es nicht 42A-konform ist, ist dann hier nicht mehr so wild, weil es ja sowieso nicht so den direkten Zugriff hat. Ich habe aber trotzdem eine tolle Auswahl an wichtigen Werkzeugen und kann es dann mit dem Clip, wenn ich mal merke, ich bin irgendwo, wo ich es brauche, auch gut dann hier rausnehmen und in der Hosentasche tragen. Dementsprechend das jetzt mein Werkzeug der Wahl. Und dann machen wir nochmal hier unten weiter. Und da, etwas vielleicht ein bisschen Untypisches, habe ich eine Trageschlaufe, so ein Trageriemen von einer Umhängetasche mir mal genommen, den ich tatsächlich dann dabei habe, um, wie gesagt, wenn ich mal spontan einen Spaziergang mache und nicht den ganzen Rucksack mitschleppen will oder. Das kam auch immer mal wieder vor, dass mir der Rucksack dann einfach zu viel war, aber ich doch gerne so ein paar nützliche Helferlein dabei gehabt hätte. Dann kann ich mir den Gurt einfach rausnehmen, mache ihn hier an die Tasche und nutze sie dann als Umhängetasche für einen kleinen kurzen Trip, einen Abstecher, was weiß ich. Habe ich bisher auch noch nicht genutzt, finde ich aber auf jeden Fall beruhigend und schön zu wissen, dass ich die Funktion dann dabei habe. Dann geht es hier weiter mit einem Schleifutensil. Hier habe ich den DC4 von Velkniven und der, ja, oft genutzt, gerne genutzt, ein tolles, tolles Teil, dass ich immer wieder rausziehe, also eins der Hauptutensilien wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, warum ich diese Tasche unterwegs immer mal rausnehme, dass ich an den ran will. Und hier habe ich dann nochmal ein Steckdosenadapter und ein paar Latexhandschuhe. Sollte mal irgendwie die Kette abgegangen sein beim Fahrrad oder man muss da irgendwie mehr reparieren auf einer Fahrradtour oder man muss vielleicht auch tatsächlich mal erste Hilfe leisten, dann ist es auf jeden Fall gut, sowas dabei zu haben. Habe ich auch schon häufiger gebraucht, werden immer mal ausgetauscht und finde ich sehr nützlich. Dann geht es hier oben weiter. Und da habe ich als erstes ein bisschen Schnur. Das ist jetzt überhaupt nichts Aufregendes. Oh, ich hätte es mal in die andere Richtung ziehen sollen. Egal, das ist einfach irgendeine, ja, so eine Nylonschnur, keine Ahnung. Die habe ich mir irgendwo weggenommen, um einfach für spontane Bastelarbeiten oder für kleine Flickarbeiten dann da was dabei zu haben. Kleine Pfeile, ja,
hätte ich eigentlich so gut wie immer auch am Schlüsselbund in meinem kleinen Victorinox, aber hier eine etwas größere Nagelfeile, mit der man aber natürlich im Notfall auch mal andere Sachen feilen kann. Ein nützliches kleines Accessoire, das ja nun auch wirklich überhaupt nicht aufträgt und fast nichts kostet, dementsprechend auch ganz gut. Hier habe ich so ein Probenröhrchen zweckentfremdet und da drinne 4 Lysin-Kapseln. Das geht in dieselbe Kategorie wie das hier. Ja, ich gehöre leider zu den Leuten, die regelmäßig unter Lippenherpes leiden. Und diese Lysin-Kapseln helfen mir wirklich gut. Da schmeiße ich mir gleich einfach mal ein, zwei rein und dann passiert da eigentlich nichts mehr. Bin ich sehr zufrieden mit, habe ich dementsprechend gerne als Soforthilfsmaßnahme mit dabei. Und darum gewickelt habe ich, der ein oder andere wird es hier schon erkannt haben, ein Maßband von IKEA. Habe ich mir auf einem Einkaufsbummel mal eingepackt, weil man so dann tatsächlich auf sehr kleinem Raum ein wirklich langes Maßband noch mit hat. Das passiert mir doch immer mal wieder, dass ich irgendwo gerne mal spontan, ja, das klingt irgendwie auch albern und mir fällt jetzt auch keine Situation ein. Aber ich weiß, dass ich schon häufiger dachte, jetzt irgendwie ein Zollstock oder sowas. Und da ist das hier eigentlich eine ziemlich coole und platzsparende Variante, wie ich finde. Dementsprechend ist das hier auch mit dabei. Dann 2 Torx-Schraubendreher. Jeder Messernerd wird es wissen. Ein 8er und ein 6er. Absolut unerlässlich. Ich habe auch in verschiedenen anderen Pouches dann noch so kleine zum Beispiel, die ja oft mitgeliefert werden. Die stecke ich mir dann mal in irgendeine so einen Pocket-Organizer oder sowas rein, damit man im Fall der Fälle mal was da hat. Aber hier einfach dann Einsatz, gute Schraubendreher von Vera. Damit macht man nichts falsch und hat man dann ja auch im Prinzip fürs Leben. Ein Titangöffel, auch das gehört so in die Kategorie, was ich am Anfang meinte. Nein, diese Sachen brauche ich wirklich beileibe nicht täglich, aber es passiert dann doch immer mal wieder, dass ich mir zur Arbeit oder irgendwie dann ein Joghurt, ein Müsli, irgendwas mache. Aber dummerweise dann, das mache ich meistens am Vorabend, nehme das dann morgens mit, vergesse dann aber dummerweise einen Löffel und da einfach so ein Ding dabei zu haben, hat sich bei mir schon mehrfach bewährt, also ein-, zweimal im Monat brauche ich den garantiert. Ja, dementsprechend gerne dabei. Nochmal was zum Schärfen des Taschenmessers. Kennt auch so gut wie jeder, denke ich mal, tolles, nützliches, kleines Keramikstäbchen von Victorinox. Gute erste Hilfe für Messer, wenn man sie mal wieder so ein bisschen auf Gebrauchsschärfe bringen will. Dann auch Victorinox. Der Satz Bits mit der Ratsche und der Verlängerung, die ja eigentlich zum Swiss Tool Spirit gehören und da auch in diesem Lederetui mit drin waren in meiner letzten Pouch, habe ich mich jetzt für entschieden, doch hier gesondert in Kombination dann mit dem Leatherman zu nehmen. Ja, ist einfach eine tolle, taugliche Auswahl. Ich entscheide mich dann meist in der Vielzahl eher für Torx, weil man den dann auch für Inbus nutzen kann. Andersrum geht das ja nicht. Aber da hat man dann schon eine große Auswahl an nötigen Schraubendrehern mit dabei. Und dieses Set, ja, einfach genial, was diese kleine Ratsche doch bewerkstelligen kann. Begeistert mich immer wieder, freue ich mich immer wieder drüber, nutze ich relativ häufig, kann ich nur empfehlen. Als Stift habe ich hier drinnen dann so einen Edding. Das ist ein Fineliner und da ist einfach der Gedanke dahinter, ein Stift zu haben ist natürlich grundsätzlich nicht verkehrt. Mit diesem könnte ich mir auch mal etwas längere Notizen machen, weil es halt ein Fineliner ist. Gleichzeitig schreibt er auf so gut wie jeder Oberfläche. Ich kann damit im Notfall mal schnell eine Unterschrift machen. Ich kann mir auch mehr Notizen machen. Ich kann auch mal irgendwo was markieren. Ich kann ja auf unterschiedlichsten Materialien damit arbeiten und dementsprechend habe ich mich für diesen Stift entschieden. Da geht es ja nun auch nicht um Ästhetik, sondern rein um Funktionalität. Dann hier noch einmal eine Pinzette. Einfach auch eher, weil ich den Platz halt habe. Und dann ist es, wenn man sie mal braucht, natürlich schöner, mit einer größeren Pinzette zu arbeiten. Ansonsten habe ich ja auch in jedem Schweizer Taschenmesser oder so eine. Und hier drinne habe ich mir dann noch einen kleinen Neodym-Magneten. Na, wird man es irgendwie erkennen. Hier reingehängt. Ja, habe ich bisher auch noch nie gebraucht, aber ich dachte, ein Magnet kann ja nicht schaden. Und
als Gegenstück zu meinem Leatherman dann auch noch eine kleine Rohrpumpenzange. Meine sehr beliebte Knipex Cobra, die habe ich meistens in meiner Pocket Pouch, direkt am Mann tatsächlich. Aber sollte ich die mal nicht haben, vergessen haben, was weiß ich, dann habe ich das. Und vor allem halt in Kombination natürlich mit dem Zangen-Multitool, wenn man mal irgendwie eine gekonterte Schraube lösen muss oder so, ist das natürlich gut, da eine zweite da zu haben. Das war im Großen und Ganzen der wichtigste Kram und auch tatsächlich das, was ich so mit am häufigsten brauche. Taschenlampe generell natürlich, ich kann immer mal im Notfall wichtig sein, aber wenn ich jetzt hier so raufgucke, den ziehe ich am häufigsten mal raus, die Schärfutensilien oder die Schraubendreher und den Göffel. Das ist wahrscheinlich das, was ich so mit am häufigsten nutze. Hier haben wir dann aber noch eine kleine Reißverschlusstasche für Kleinkram. Und da habe ich, das muss ich jetzt schon wieder zuhalten, habe ich wieder nicht vorgearbeitet, wie bei den letzten EDC-Videos auch. Hier habe ich mir einfach so Kleinkram zusammengestellt. Ein paar Medikamente, ein bisschen Traubenzucker, ein paar Schmerzmittel, ein bisschen was gegen Fieber. Und dann hier ein kleiner Zettel, auf dem ich dann die nötigsten Telefonnummern notiert habe von Eltern, Geschwistern, Ehefrau und so weiter, weil ich tatsächlich doch mittlerweile so gut wie keine Handynummer mehr aus dem Kopf weiß. Bei manchen Leuten, also Freunde, könnte ich wahrscheinlich nur noch über ihre Eltern erreichen, die noch in den Häusern aus unserer Kindheit wohnen, weil ich da dann vielleicht nochmal die ein oder andere Telefonnummer weiß. Ansonsten kenne ich keine Telefonnummern mehr. Dementsprechend ist das für mich auf jeden Fall dann mal nützlich, wenn man das Handy verliert, es kaputt geht, der Akku leer ist und man mitten in der Nacht an irgendeinem Bahnhof steht und merkt, dass es nicht weitergeht zum Beispiel. Eine Zeckenkarte, ein bisschen Aspirin-Komplex, ein paar Pflaster. Was habe ich hier noch drin? Ein Kondom ist da noch drin. Ihr wisst, Wasserversorgung, Wassertransport, immer wichtig. Pflaster, ja, da ist so das Nötigste drin, quasi Erste-Hilfe-Medikit, so ein kleines bisschen abgespeckt, wenn man mal eine kleine Verletzung irgendwie verarzten muss. Dann auch jetzt immer noch zwei FFP2-Masken, einfach weil es dann ja doch irgendwie spontan nochmal sein kann, dass man denkt, okay, hier sind gerade sehr viele Leute auf sehr engem Raum. Ich hatte das jetzt gerade in der Zeit vor Weihnachten wieder, dass ich total verrotzt war und da dann auch dachte, ich will jetzt hier keinen anderen anstecken vor den Feiertagen. Da bin ich auch wieder viel mit FFP2-Maske rumgelaufen. Also für den Notfall auch gut dabei zu haben, weil das halt so Sachen sind, an die denke ich nicht täglich und dann spontan kommt mir mal unterwegs der Gedanke, ah Mist, hetzte mal und dann greife ich auf diese Tasche zurück. Dann habe ich hier, das ist aber ehrlicherweise reine Spielerei, nur weil ich es irgendwie mal hatte, ein kleines Dietrich-Set. Also eigentlich gehört es zu einem richtigen Dietrich-Set. Das hier ist dann nur so ein kleines Zusatzgimmick hier in Kreditkartenformat. Fand ich ganz lustig, wollte ich mich mal mehr mit beschäftigen. Mit dem großen Set habe ich mich auch immer mal beschäftigt, aber ja, ist eine Spielerei. Habe ich noch nie gebraucht. Ich habe so gedacht, gut, wenn du irgendwann dich mal wirklich aussperrst, dann nimmst du dir vielleicht vorher noch mal eine halbe Stunde und freust dich, dass du so ein Werkzeug dabei hast, bevor du dann den teuren Schlüsseldienst rufst. Dann hast du es zumindest versucht. Ich sehe da keine großen Chancen für mich, aber ja, das war der Gedanke dahinter. Und was haben wir noch? Dann geht es hier weiter mit ein paar Handtuchtabletten. Kennt wahrscheinlich mittlerweile auch jeder, ganz klein gepresste Tabletten, auf die man nur wenige Tropfen Wasser geben muss. Und dann kann man sie zu relativ großen, recht reißfesten Waschlappen sozusagen auffächern. Und ja, finde ich auch als Erfrischungstücher oder auch um mal ja, irgendwas zu wischen, ganz praktisch. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Hier noch einmal ein Ladekabel mit Micro-USB, weil ich hier nur USB-C abdecken kann. Dazu dann ja auch der Steckdosenadapter und einen kleinen Satz Strapsen, damit man da auch notfallmäßig vielleicht mal einen Riemen am Rucksack oder irgendwas halt flicken kann. Beim Fahrrad habe ich es tatsächlich schon gebraucht, dass mir mal mitten in der Nacht das Licht ausgefallen ist und ich doch lieber mit Licht fahren wollte. Da habe ich mir tatsächlich mit zwei oder drei Kabelstrapsen dann die Taschenlampe aus meinem EDC-Set auf den Lenker geschnallt. Also ja, auch das alles irgendwie schon mal so ein kleines bisschen getestet. Das war es dann soweit. Ihr seht es, ganz schön viel Gerötel. Ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, alter Schwede, das würde ich niemals die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Fair enough, kann natürlich jeder handhaben, wie er will. Ich habe es
nicht täglich, aber nahezu täglich wirklich in meinem Rucksack dabei und somit, egal wo ich bin, ob es mit dem Auto, mit dem Fahrrad, bei der Arbeit oder sonst was ist, immer in ziemlich erreichbarer Nähe. Und für mich funktioniert das so ziemlich gut. Selbstverständlich, das ist eine never-ending story, das ist always in progress. Da nehme ich auch immer wieder gerne Tipps von euch an. Der ein oder andere wird es vielleicht bemerkt haben, dass hier aufgrund von Zuschauerkommentaren auch Sachen noch ergänzt oder angepasst wurden. Und ja, freue ich mich. Lasst mich gerne wissen, was haltet ihr von diesem Set? Was würde aus eurer Sicht da noch komplett fehlen? Oder was findet ihr völlig überladen? Oder. Ich freue mich da auch auf Anregungen und Kommentare und ich denke, das war genug Laberei. Falls du bis hierhin durchgehalten hast, dann vielen Dank. Lass dem Kanal gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere ihn sogar, das würde mich riesig freuen. Und ansonsten, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Horrido!